Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, in der letzten Folge haben wir so einige Sachen gemacht. Da fällt mir ein, ich müsste mal runtergehen, weil wir hatten nämlich auch einen neuen belebenden Trank gemacht. Den dürfen wir natürlich nicht vergessen. Und er ist noch nicht fertig. Schade. Parker heißt er, glaube ich, arbeitet immer noch an unserem Werkzeugschuppen. Schade, schade, schade. Dann können wir da leider noch nicht weitermachen. Ah, die können wir einsammeln. Sehr gut. Ach, was ich in der letzten Folge vergessen hatte. Ich hatte keine neuen Samen mehr gepflanzt. Ich hatte extra neues Zuckerrohr geholt. Hab's aber nicht mehr gepflanzt. Ich bin so ein Trottel manchmal. Na gut, dann müssen wir das jetzt heute nachholen. Dann werden die den Limonadenstand auf jeden Fall nicht mehr vor dem Geschäft, ach, wie nennt sich das? Nicht Event, vor diesem Fest machen können. Aber sie kriegen es auf jeden Fall hin. Oh, die Erdbeeren sehen geil aus. Oh, schnell mal rüber. Ja, die kann ich pflücken. Sehr, sehr geil. Dann kann ich das auch endlich mal abschließen. Mega. Der wird wahrscheinlich jetzt heute nicht geöffnet haben, bei meinem Glück. Ich weiß es nicht. Ach so, wir müssen unbedingt dringend noch Weizen haben. Aber ich glaube, das können wir gerade gar nicht kaufen, oder? Ich meine, ich bin mal dahin gegangen und ich konnte es nicht kaufen. Ich mache mal einfach Zuckerrohr da rein. So, dann habe ich hier quasi fast alles mit Zuckerrohr zwar voll, aber was soll's. So, den muss ich jetzt noch gießen. Das ist... Ach so, oder auch nicht, weil das letzte natürlich wieder nicht angenommen wird, wie immer. Ah, Gott, okay. So, einmal nochmal nachfüllen. Das nächste Mal. Und dann schaue ich mal eben. Ich denke mal, der Honig braucht noch so einen Tag vielleicht. Ja, das sollte heißen, dass der noch einen Tag braucht, denke ich mal. Wie lange brauchen die noch hier? Noch 10 Stunden. Ja gut, wir haben sie ja diesmal abends reingetan. Da kann ich das verstehen. Kitty ist diesmal nicht da. Was ist los, Kitty? Ich muss hier irgendwie wieder reinkommen. Hallöchen, Flügelspiel. Und einmal kraulen. Oh, ja, das sieht wirklich süßer aus. Bei dem anderen hat hier immer so buff, buff auf den Kopf drauf gemacht, bei den kleinen Küken. So, das Ei nehme ich natürlich gerne an. Und auch das Unkraut und alles, was hier so kreucht und fleucht im Garten. Holz brauche ich definitiv auch nochmal neues. Das heißt, wenn da so kleine Sachen sind, nehme ich gerne mit. Kuh kann ich leider noch keine kaufen. So, jetzt gucken wir mal eben. Ich meine, es wäre Angus. Das wäre der Bäcker. Ja doch, klar. Der Bäcker wollte das haben. Dann schaue ich jetzt hier nochmal eben, ob wir noch was finden. Dann gehe ich allerdings erstmal kurz zu Thomas. Wobei, na, andererseits, Thomas ist eigentlich immer da, ne? Wenn er nicht da ist, ist er am Wasser. So, das einmal rein. Oh, da oben ist Kitty. Kitty guckt sich an, was Parker hier alles so macht. Nee, war das Parker? Parker war doch der Kleine, oder? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall, was der Typ von der Werkstatt macht. Oh, what a good purr. Ich finde, Parker hört sich so nach Kind an. Ich weiß nicht. Oh, einen Knochen haben wir erhalten. Dankeschön, Kitty. 8:30. Die meisten haben noch nicht geöffnet. Hat sie heute generell geöffnet? Doch, ab 9 Uhr, ja. Das ist gut. Und du wirst wahrscheinlich jetzt zum Öffnen rübergehen, aber ich kann dir das auch so geben. Here are your strawberries, Angus. Aw, aren't you sweet? See what I did there? If you want a piece of the shortcake, just come by Town Square during the festival. Ah, oh, es ist toll. Ich glaube, ich werde Bauchschmerzen bekommen, weil alle laden mich zum Essen ein. You'd think working with teeny tiny jewels would translate to Francis having some precision in the kitchen, but it doesn't. Don't get me wrong, my boo can cook, but there's a 50-50 chance of him getting injured. Signature dishes or might need stitches. There's no in between. Okay. Der Juwelier hat auch noch nicht geöffnet. Hier können wir aber noch mal... Oh, sie ist wieder da. You know, the town hall has many interesting artifacts from Fairhaven's history on display. Feel free to view them anytime. Ja, egal wie viel Werbung er dafür macht, es wird trotzdem nicht besser. Hi, Violet.
Sometimes I make Sebastian rub my feet after work. He hates it. I mean, I do understand his point of view. But hey, now I don't have to. I've been going to the onsen instead. You and Kim are lifesavers. Okay, dann gehen wir hier noch mal eben schnell rein. The summer festival is coming up. You should volunteer. It's so much fun. Ich weiß, jetzt dürften es nur noch 2 Tage oder so sein. Ja, zu ihm müssen wir ja nicht mehr rüber, der ist ja bei uns am Arbeiten. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal den ganzen Weg zurück, damit wir auch Eisenbarren herstellen können. Ich glaube, Eisenerz braucht man nicht wirklich, oder? Also ein bisschen was brauchte ich, glaube ich, für irgendwas mal. Oder was, Kupfererz? Ich bin mir nicht sicher. Nee, Kupfererz war es, glaube ich. Eisenerz aber nicht. I gotta be careful on a hot, windy day like this. If any embers from the workshop fire get blown out the door, we could have a 5-alarm fire on our hands. And I'm not letting my luck rub off on the rest of the island. No, sir. Das ist sehr löblich. Dann würde ich... Achso, ich habe gar kein Eisenerz mehr. Warum habe ich kein Eisenerz mehr? Was geht denn jetzt ab? Wie viel brauche ich denn hierfür? 5 Stück. Und 250. Gut, die habe ich jetzt auch gerade nicht. Ja gut, ich meine, die Eisengießkanne ist jetzt nicht so dramatisch, wenn ich die nicht bekomme. Aber ich dachte wirklich, ich hätte noch Eisenerz. Weil wir ja für irgendwas, ich glaube, im Werkzeugschuppen war, das brauchten wir auch Eisenbarren. Und das ist jetzt in der Tat ein bisschen doof. Oh, da ist er wieder. Wesley. Hi. What's your selection of fantasy books like, Wesley? Quite robust. Though the titles I carry are a bit, obscure. I'll have to visit your shop sometime and see for myself. Mach deinen Shop doch einfach hier auf, Wesley. Ich habe dich auserkoren, dass du mich später im Spiel heiraten wirst. Vor allen Dingen sollst du öfter hier sein. Ich muss ja öfter mit dir reden können. Seriously, you did an amazing job with the Onsen Terra. You're welcome. I was afraid we'd be the only ones using it. But I've seen other folks up there too. What a success! So, dann ganz schnell bei ihr rein, weil ich glaube, wir brauchen auch neues Mehl wieder. This shop has been in my family for 5 generations. Well, maybe longer if you count my ancestor Helga Dahl's shop that stood on this spot. It burned down in the Great Fairhaven Fire of 1817. Oh no, that sounds terrible. Was Helga okay? Oh yes, she was acquitted. That's not what I... The constable thought she started it, but he had no proof, did he? Ich finde das immer noch so geil. Ja, mit ihr ist alles in Ordnung. Sie ist wieder freigesprochen worden. So, Weizensamen kann nicht angebaut werden. Genau, das war nämlich das Problem. Dann brauche ich die auch jetzt nicht zu kaufen. Was ich aber auf jeden Fall... Ja, ich habe nämlich gar kein Mehl mehr. Was ich auf jeden Fall machen muss... Nochmal 10-mal Mehl zu kaufen. Im Moment haben wir jetzt noch nicht so viel Geld, aber sollten wir jetzt endlich verkaufen dürfen. Ach so, ja, die wollte ich ja auch noch machen. Dann nehme ich auch mal 2 von. Die wollte ich doch auch noch anpflanzen. Jetzt habe ich natürlich extra gerade die anderen angepflanzt. I hope Mommy remembers to bring Peppermint home from the store. She said it's a natural way to keep spiders away. And I want them far away. Spiders give me the heebie-jeebies. Bei Spinnen kriegt er Gänsehaut, und das als Junge? The onsen is so cool. Mom says I can't put bubble bath in the water. But like, why not? That would make it even more awesome. Okay, ich kann schon wieder keine Fischköder holen. Oder muss ich da irgendwie auf einen speziellen... Was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt Dienstag. Ab 11 Uhr kommt er erst. Okay, ja, dann warten wir nochmal auf 11 Uhr. Oh, sie hat geöffnet. Ja. Dreh dich erstmal einmal im Kreis. Kein Thema. Juliet used to play her songs for me first. Now I'll catch her playing music I've never heard when she's around town. No one warns you how hard it is when your kid grows up. Ja, das ist wohl das Los einer jeden Mutter.
Nee, Moment, ich wollte was verkaufen. So. Okay, dann gucke ich jetzt nochmal eben schnell. Ja, doch, die nächsten Tage hat sie auch geöffnet. Okay, dann mache ich nämlich nochmal weiter. Oh, was mit dir? Oh, I'm so glad to see you. I always am, of course. But I could really use your help. My clinic is out of cotton. Again, any chance you're growing any cotton on your farm? 4 bunches should keep me stocked up. Sure, but it might take me a few days. Oh, thanks. Gerade jetzt kommt so ein Baumwollteil. Francis came to me complaining of headaches. Turns out he's been clenching his jaw when he sleeps. I suggested he go relax in the new onsen. He has to learn how to chill out or he's gonna grind his teeth to dust. Davon kann man Kopfschmerzen bekommen? Also der andere, der nebendran liegt, dass der davon Kopfschmerzen bekommen kann, das kann ich verstehen. Aber auch derjenige, der mit den Zähnen knirscht. Oh, ich wusste, da können wir wieder was Neues machen. I miss you, Grandma. Diesmal kein Text? Ich dachte, da kommt jetzt sowas wie, wir haben die Scheune aufgebaut, uns fehlt nur noch eine Kuh oder so. The onsen is just perfect for centering your mind. I love it. Na gut, dann gehen wir jetzt nochmal eben ins Wäldchen. Ich bin gerade am Überlegen, da waren wir ja eben noch nicht, ne? Also heute, an diesem heutigen Spieltag. Weil wie gesagt, wenn man einmal einen Wust hat und mehrere Folgen hintereinander aufnimmt, weiß man nicht mehr, was heute oder gestern oder übermorgen war. Ah, mit dir haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesprochen. Ooh, that new onsen is just the thing for soothing my sore back. No one tells you that owning a bar is like 90% hauling bags of ice. Eissäcke. Okay. Jetzt renn doch nicht direkt weg, wenn du mit mir gesprochen hast. Shelby ist da. Ja, ich guck noch mal kurz. Aber hier ist nichts mehr. Okay. It will be nice when fall comes. Ooh, are you a fan of spooky season, Shelby? Don't go taunting the spirits, girl. Vor allen Dingen, wenn an Halloween der Schleier zwischen der diesseitigen Welt und der anderen Welt sehr dünn ist. Und dann die Toten gefeiert werden. Ach, es war so klar, dass da jetzt wieder so einer rangeht. Oh, got one. Ein Wels. Okay, den hatten wir schon mal. Das triggert mich so hart, dass hier überall diese Insekten rumstehen, ne, und man nichts damit machen kann. 20.000 Grillen im Wald, aber man kann keine einzige fangen, damit man die mal benutzen kann fürs Angeln. So, sind 2 große Fische da. Der Kleine geht als erstes ran, oder? Oh, ja, das war so klar. Ah. Oh, yes. Wobei, ich glaube, dass der andere seltener gewesen wäre. Oh, oder doch nicht? Schwarzflecken-Sonnenbarsch. Ein Süßwasserfisch mit schwarzen Punkten. Er ist in der Nähe des Waldes zu finden. Ein epischer Fang. Okay. Super. Dann bin ich jetzt gerade am Überlegen. Eigentlich müssten wir jetzt heute... Also wir können noch ein bisschen Fischstäbchen machen. Das würde ich vorschlagen, dass ich das als erstes mache. Und dann müsste ich eigentlich ja auch wieder Fische fangen. Och Gott, ist der schnell. Guck dir das mal an hier. Shelby. Du bist aber echt gut noch drauf hier. Gut zu Fuß. Und der geht in die Stadt, ne? Also das Thema hatten wir ja vor ein paar Folgen schon mal. Wo ist der Juwelier eigentlich hier? Der ist doch bestimmt unten am... am Wasser.
Wenn ich ihn nicht finde, ist er meistens irgendwo im Wasser. Dich hatten wir heute leider schon. Aber der ist so selten da. Das ist das Blöde. Ich finde ihn nicht jeden Tag. Ihr könnt mir gerne mal, wenn ihr das Spiel selber spielt, in die Kommentare schreiben, ob es tatsächlich möglich ist, diesen Wesley jeden Tag zu finden. Ob ich dann wirklich wie blöde einfach nur rumlaufen muss, bis ich den dann irgendwann mal gefunden habe. Oder ob das tatsächlich nicht möglich ist und er nur hin und wieder mal da ist. Das kann natürlich auch sein. Fände ich jetzt aber sehr schade. Nein, da wollen wir nichts. Es tut mir jetzt leid, wenn ich das jetzt gerade so laut machen muss. Aber ich sehe hier sonst gleich gar nichts mehr. Ich muss mal eben die Sonne hier ein wenig aussperren aus dem Raum. Komm, jetzt der Große. Oh, Rick! Ach ja. Perfekt. Eine Flunder, okay. Da haben wir nur kleine Köderfische drin. Oh. Was zur Hölle? Ja, und die Muschel? Ich habe jetzt nur die Perle bekommen, oder was? Aber trotzdem, eine Perle, also das ist, die habe ich noch nie gehabt, muss ich sagen. Die werde ich auch nicht für irgendwas wahllos verwenden. Ach, mit Thomas hat man noch nicht gesprochen, ne? Meine ich. Den haben wir doch heute ausnahmsweise mal ausgelassen, sind nicht direkt heute Morgen hingegangen. Careful with your crops now. Sun's hot. And they won't water themselves. I used to swear your grandmas did, though. Jein. Also man kann, das weiß ich, aber das ist auch sehr, sehr teuer. Man kann so ein automatisches System aufbauen, einbauen lassen, wie auch immer, womit tatsächlich die Pflanzen automatisch bewässert werden. Also da kommt immer, ich glaube, pro Sekunde ein Tropfen raus oder sowas. Hört sich erstmal nicht viel an. Wenn ihr das aber natürlich über den ganzen Tag rechnet, ist das doch schon eine Menge. Oh, ich habe nur noch einen Köder. Nein. Quick! Ach so, Moment. Bruno hatte doch ab 11 Uhr geöffnet, oder? Ah, da habe ich jetzt einen ganz dummen Fehler gemacht. Einen ganz, ganz dummen Fehler. Kann man hier noch irgendwas einsammeln oder so? Nee, ne? Ah, das war jetzt wirklich ein ganz, ganz dummer Fehler. Ich hatte doch vorhin gesagt, dass ich die Straße irgendwie entlang gehe oder sowas und dass ich dann zu Bruno gehe. Ah, das habe ich natürlich nicht gemacht. Ach so, ist der Typ jetzt eigentlich hier? Ja, diesmal ist er da. Können wir mit ihm noch mal kurz reden? Aber eine Kuh können wir immer noch nicht kaufen. Das war, glaube ich, 1500 oder so. Hey, do you think I could take some of the chicks into the onsen for a photo op? Absolutely not. Ich wollte gerade sagen, was stellt er sich denn da bitte vor? Ja, 1500 war es fürs Kälbchen. Schade. Schade. Okay. Da müssen wir darauf noch ein bisschen sparen. Weil ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt erstmal die Kuh machen soll. Oder erstmal irgendwas anderes machen soll, was wir ja auch noch freilegen wollen. Das Problem ist, es kostet alles so viel Geld. Andererseits, wir brauchen die Materialien halt eben noch, ne? Das ist auch noch so das Problem. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich eigentlich hier wollte. Ich wollte ganz dringenderweise in die Stadt gehen, um was zu tun. Ach so, Moment. Um zu Bruno zu gehen. Der ist ja unten. Ah, Gott. Irgendwann kriege ich das heute mal auf die Reihe, dass ich dann auch richtig rumlaufe. Wie war das doch mit ihr? Hatte ich, glaube ich, schon gesprochen, oder? Moment. Jetzt lauf mir nicht weg. Nein. Pfui. Aus. Sitz. Platz. Mach Männchen. Bleib hier. So. Bist mir schon die ganze Zeit davon gelaufen. I suggested we mail order our cake. And now Angus is mad at me. But he wants to use buttercream. Fondant is much more elegant. Okay. Also Buttercreme brauche ich nicht, weil ich hasse alles mit Butter. Schmeckt einfach nicht. Mit dir haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesprochen, ne? Aber da spreche ich gleich mit, weil ich möchte erstmal die Köder kaufen. Das ist mir persönlich jetzt am wichtigsten. Ah, I wish my da was still here to see the bathhouse you built. He told me stories about visiting the hot springs in Switzerland when he was a boy. Now I can pretend I'm summering in Lycabod. Ja, streng genommen habe ich sie jetzt nicht gebaut, ne? Aber
Wir nehmen uns tatsächlich mal 20 mit jetzt. Ja, ich weiß, dann habe ich wieder nichts mehr, aber... Mehr verkaufen. Dann könnte man zur Not auch mal eine Miesmuschel oder sowas irgendwann bei ihm kaufen. Ja gut, Tintenfisch wäre natürlich auch nicht schlecht. Wir wollten ja sowieso mal gucken. Aber da ist keiner von so richtig wertvoll, ne? Also 50, ich meine, ich bitte dich. Wir bezahlen 15 fürs Mehl. Nee, also die sind alle nicht wertvoll. Nur die Miesmuschel, die darf ich definitiv nicht benutzen. Die brauche ich für irgendein Rezept. Ich weiß noch nicht mehr für welches. Ach, wo wir gerade hier sind. When it's warm, Shelby sometimes hangs out on the beach while I'm there. Some people don't like him, but like, why? We just sit there and vibe. And then he says something deep and I nod. It's copacetic. Hör mal, für 100 kann ich doch die Seidenraupe kaufen. Und den Maulbeersetzling, den brauchen wir ja auch noch. Den kaufe ich jetzt mal einfach, ist ja egal. So. Jetzt mache ich aber mal eins. Wir kaufen nochmal. Nochmal 5 Mehl dazu. Weil ich musste mich irgendwie jetzt auch meine Ausgaben, die ich jetzt gemacht habe, muss ich ja wieder reinholen. So, dann machen wir jetzt ganz schnell noch Fischstäbchen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die jetzt auf hatte. Ich meine, wir waren eben da, wo sie geöffnet hatte. Aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich bin schon wieder bei so vielen hier vorbeigelaufen. Oh, das ist alles irgendwie... Oh, das erschlägt einem, wenn das irgendwann so viel wird. Fischstäbchen machen wir auf jeden Fall. So... Ja, aber nicht mit der Muschel. Musst du jetzt unbedingt mit der Muschel ankommen. Das heißt nämlich, dass er jedes Mal immer wieder die Muschel da reinhaut. Das ist total ätzend. Nein, geh einmal runter. So. So. Jetzt habe ich 3 Tintenfische. Ich lasse das erstmal... So, den können wir noch nehmen. Achso, den haben wir nicht. Oder ich nehme einen Tintenfisch. Nein, einen Tintenfisch nehme ich noch. So. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, aber wir haben jetzt doch schon eine Menge. Jetzt wollte ich hier oben mal eben gucken. Zucker. Ach ja, Zucker aus Zuckerrohr herstellen. Genau. Oh. Mein Gott, okay. Dann würde ich sagen, haben wir definitiv genug Zucker, um die Limonade zu machen. Ah, aber zu wenig Holz sehe ich gerade. Okay, dann nehmen wir hier nochmal ein Bäumchen weg. Da haben wir auf jeden Fall noch genug Energie für. Ja, das ist ja krass. Endlich können wir den Mist mal wegmachen. Also, das hört sich jetzt so gemein an. Endlich kann ich das mal abschließen mit dem Limonadenstand. So, hoffe ich zumindest. Ah ja, da brauche ich gar kein Geld für, so wie es aussieht. Okay. Ja gut, warum sollte ich da auch Geld für brauchen? Die wollen sich ja was bauen, ne? Das ist ja irgendwie logisch. Dann gehen wir mal ganz schnell wieder zurück. Ich war innerlich schon eigentlich darauf eingestellt, dass ich jetzt heute nur noch farmen werde und das dann offline. Aber das ist natürlich geil. Dann können wir das mit dem Limonadenstand endlich abhaken. Und dann werden wir sicher auch Limonade da kaufen können. Die Frage ist, wäre das eventuell etwas, womit wir uns so ein bisschen pushen können? Also Ausdauer kriegen können? Here's the wooden sugar you asked for. You're the best. Thank you, Tara. You should come back to the town square on weekends. You can try our recipe. Come on, we gotta get started right away. We can't waste any more summer. Ja, bitteschön, gern geschehen. Dann haben sie zumindest auch was zu tun. Okay, sie hat geöffnet. Ja, mit ihm haben wir doch schon gesprochen, oder? Mal kurz nachgucken. Ja, mit dir haben wir schon gesprochen. Okay, gut, perfekt.
Du hast dich, glaube ich, heute so gedreht, als du mich gesehen hast, ne? So, dann haben wir hier nochmal 800, die wir machen können. Man sollte vielleicht nicht unbedingt auf Escape drücken, wenn man es bestätigen will. Also eigentlich wollte ich ja rausgehen, aber ich muss natürlich vorher bestätigen, bevor ich rausgehe. So, perfekt. Dann haben wir schon mal wieder ein bisschen Geld gebunkert. Jetzt ist die Frage, wir haben ja jetzt wieder einiges ausgegeben, glaube ich, am Mehl, ne? Wenn die schon mal aufhaben. ja, 7 habe ich noch. Dann machen wir mal 8, damit ich wieder 15 habe. So. Okay, perfekt. So, was haben wir denn noch offen? Da müssen wir überhaupt erstmal gucken hier. In 2 Tagen ist das Sommerfest. Ich hoffe darauf, dass morgen der Honig soweit fertig ist. Das ist erst beim Sommerfest. Das wäre dann dafür. Das ist auch erledigt. Das erledigt sich von selbst. Die Baumwolle, da müssen wir noch mal gucken. Ach so, genau. Limo für alles auch klar. Um Seide herzustellen. Genau, also wir gehen jetzt erstmal nochmal zurück und gucken uns das nochmal an. Ob wir das denn schon bauen können. Weil dafür braucht man natürlich auch Geld. Und wir brauchen natürlich auch Geld, um endlich mal die Kuh zu holen. Aber das ist jetzt nicht so dramatisch, wenn wir die erst danach machen. Weil wir haben uns ja jetzt schon eine Milch gekauft. Vorsorge halber, damit wir das dann abschließen können schon mal mit dem Honig. Kann ich das hier immer noch benutzen, den Schuppen? Ja, das ist nett, danke. So, jetzt müssen wir mal schauen. Also, hier ist doch... Achso, das Färbebad ist dazugekommen. Genau, dafür brauchen wir aber auch nochmal Eisen. Und hierfür brauchen wir jetzt nochmal 2 Holz. Ach, super. Ja, dann gehen wir nochmal raus. Holen uns nochmal Holz. Eieieiei. Ich meine, so oder so müssen wir den Platz hier eh freimachen mit der Zeit. Auch wenn das wahrscheinlich noch sehr lange dauern wird, weil, ja, wie gesagt, dafür brauchen wir auch wieder sehr, sehr viel Geld. Wäre natürlich eine Option, anstelle von der Kuh darauf zu sparen, dass wir erstmal hier vorne das Beet machen können. Bin ich mir aber nicht sicher, ob ich dafür jetzt Eisen auch brauchte. So, Seidenraupe. Das bauen wir in der Hoffnung, dass ich da noch dran komme, wenn ich das baue. Das könnte problematisch werden. Ah ja, doch, die ist etwas kleiner. Direkt vor die Tür setzen kann ich es aber trotzdem nicht. Ich hoffe, so komme ich noch an beides ran. So, dann Seidenfaden. Dafür brauche ich Maulbeerblatt. Ach so, das ist dann von dem Bäumchen. Aber was mache ich jetzt mit dem Bäumchen? Das hat er mir jetzt nicht gesagt. Das ist jetzt nur Stoff. Ja, was mache ich jetzt damit? Oder kann ich das in so ein Ding hier reinpflanzen, so ein Bäumchen? Das könnte natürlich auch sein. Das ist jetzt mal eine gute Frage. Also ich vermute tatsächlich, dass wir nochmal ein so ein Ding bauen müssen. War da ein großer drin? Oh ja, den nehmen wir noch schnell mit. Dass wir tatsächlich ein so ein Ding bauen müssen und dann dementsprechend da den Baum reinpflanzen. Ich habe ehrlich gesagt nie darauf geachtet, wie das bei Thomas ist. Ob der jetzt die Bäumchen so eine Erde hat oder ob der die auch in so Dingern drin hat. El Ritze, ein kleiner silbriger Fisch, der in der Nähe der Farm zu finden ist. Ein seltener Fang. Okay. El Ritze, das hört sich so... oben ist auch noch ein großer. Den nehmen wir auch noch mit. Und links ist gleich auch noch ein Thunfisch, wollte ich gerade sagen. Ein Pilz. Perfekt. So, dich nehmen wir noch schnell mit. Oh, yeah. Ja. Ihr könnt es mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich jetzt zum Beispiel nach hier oben laufe, um zu gucken, ob die Meteorologin noch da ist und so. Ob ihr das besser finden würdet, wenn ich das... Oh, ich war noch gar nicht hier oben. Oh. Ob ihr das besser findet, wenn ich das Ganze dann tatsächlich ein bisschen abkürzen würde. Na? Oder ob
das okay für euch ist, wenn ich das halt so mache wie jetzt auch, dass ich das ja einfach laufen lasse und damit euch hier hochgehe und in meiner wundervollen Art immer viel Blödsinn nebenbei erzähle. Oh, da hinten ist auch nochmal ein großer Fisch drin. Wir müssten ja auch mal an unterschiedlichen Stellen angeln. Kann ich das von hier aus gar nicht, oder was? Das ist ja blöd gemacht. Okay. Na gut, aber wir sehen auf jeden Fall den Fisch. Das ist ja alles, was zählt, ne? Und damit meine ich jetzt nicht die Soap auf RTL. Na? Ja, perfekt. Einen Lachs. Dieser Fisch ist bekannt dafür, zum Laichen flussaufwärts zu schwimmen. Er ist in der Nähe der Berge zu finden. Ein seltener Fang. Ja, dann gucke ich mir die andere Seite gleich nochmal an. Aber ich gehe erst nochmal kurz hier hoch. Da ist erstmal nichts. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht, wie lange, wenn sie denn überhaupt heute arbeitet, die Meteorologin arbeitet. Wenn die jetzt natürlich nur bis 4... Ah, noch ist sie wohl da. So. Poor Cameron is always asking me for spice recommendations and then telling me they're too spicy. Paprika's not spicy. Nö, Paprika definitiv nicht. So, da gucke ich jetzt aber trotzdem mal. Ich werde es mir wahrscheinlich eh nicht behalten können. Bis 18 Uhr hat sie mal geöffnet. Ah, okay. Sie ist auf jeden Fall was länger da. Das ist gut. Dann würde ich sagen, dass wir jetzt nochmal den Weg wieder runtergehen. Oder wir gehen direkt auf die andere Seite. Das können wir natürlich auch machen. Und gehen dann hier den Weg runter. Das ist zumindest mal was anderes, weil sonst gehen wir ja mal andersrum. So, hier ist definitiv nichts. Ich denke mal, hier vorne wird auch nicht mehr so viel sein. I'm all out of strength. Nein! I could make or buy some food. Or try again tomorrow. Nein, könntest du nicht, du blöde Kuh. Ah. Nimm mal einen Stärkungstee. Ich mache es zwar nicht gerne, aber ich habe jetzt doch so ein klein wenig Panik, dass jetzt eventuell ich ein Rezept verpasse oder irgendwas. Naja, doch nur das Geld, okay. Ja gut, hätte jetzt auch ein Rezept sein können. Das wäre dann wahrscheinlich bei meinem Glück am nächsten Tag nicht mehr da gewesen. Und ja, wie das dann halt eben so ist, ne? Ja, dann würde ich sagen, schaue ich, dass ich noch mal ein bisschen weiter angel, weil jetzt haben wir ja wieder... Ein bisschen Ausdauer, die wir verballern müssen. Ich werde noch ein bisschen weiter angeln und werde euch dann gleich wieder hinzuschalten, wenn ich ins Bett gehe. Deswegen sage ich schon mal gute Nacht und bis zur nächsten Folge. Ciao! Oh, yeah. Hang on. This isn't a fish. It's some kind of recipe. Ja, und was passiert natürlich, wenn man sich gerade verabschiedet hat? Man angelt sich ein Rezept. Diesmal sind es Erdnussrollen. Mit irgendwas, was ich nicht aussprechen kann. Pakuchinha oder so. Is it time for bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.